Spargel. In schwierigen Zeiten staatlicher und privater Unvernunft besteht offensichtlich ein generelles Interesse daran, die Staatsausgaben zu reduzieren und die öffentliche Hand so geschickt in die Taschen, Geldbörsen und Konten des einzelnen Bürgers greifen zu lassen, dass jedermann denkt, er hätte vom fiskalischen Handeln profitiert. In Griechenland wird anlässlich der Eurokrise sehr drastisch und vorbildlich gehandelt. Die Personaldecke wurde gestrafft, die Steuern erhöht und die Steuerfahndung auf die Luxusreichen losgelassen. Trotz dieser deutlichen und für alle nachvollziehbaren Handlungsweisen sind nicht alle Maßnahmen so wirkungsvoll verlaufen, wie speziell Südeuropäer und Irländer es sich gewünscht hätten. Da griff man auf eine deutsche Erfindung zurück, die der ehemalige CSU-Minister Karl Theodor Freiherr zu Gutenberg sich durch den Kopf gehen ließ. Fein massiert, formend und wirksam. Spargel. Spargel sorgt dafür, dass die Leute über ihre Ausgaben nachdenken und sich so lange massierend an die Kopfhaut greifen, bis sie ökonomisch wieder im Lot sind. Der einstige Shootingstar der Union wollte durch seine Bundeswehrreform 8 Milliarden Euro einsparen. Eine Summe, die nun der Haushaltssanierung guttut. Das war das Spargel. Es war so wirksam, dass sich Freiherr zu Gutenberg sogar den Doktortitel vor seinem Namen wegmassierte. Eine Maßnahme, mit der er leben kann. Nun zu dem Spargel. Dabei handelt es sich um gesundes Gemüse, das gestochen und nicht gepflückt wird. Meistens von Polen. Polen sind sowieso gute Stecher. Napoleon war so begeistert von den polnischen Frauen, dass er als Kenner der Materie äußerte, die Polin hält das, was die Französin verspricht. Was auch immer das ist. Ein guter Freund, der oft in Warschau zu tun hat, teilte die Begeisterung Napoleons über die Anmut und die Gepflegtheit der Polinnen. Der polnische Mann hingegen improvisiert sehr oft und ist verwegen, zumindest nach der großen politischen Wende in Europa in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts und der Auflösung des Warschauer Paktes lag das technische Geschick der Polen, wenn sie sich nicht gerade bückten, um ehrlich als Erntehelfer den wohlschmeckenden Spargel zu ernten, in der Automobilisierung des Landes. Sie gelang. Speziell in der gehobenen Mittel- bzw. Oberklasse wurden aus Deutschland spürbare Mengen von Luxusfahrzeugen nach Polen transferiert. Ohne lästige Verkaufsverträge und Zollformalitäten. Dafür waren die Beichtstühle in den Gotteshäusern des streng katholischen Volkes überfüllt. Das Volk spaltete sich in Pfarrer und Pfarrer.
Die dritte Kraft waren die Spargelexperten, die für die deutschen Gourmets in die Knie gingen. Nachdem ein anderer guter Freund von mir begriffen hatte, dass es nicht nur den Spargel, sondern auch das Spargel gibt, fragte er mich spitzbübisch, ob es darüber hinaus die Spargel gäbe. Ich bejahte diese Frage sofort. Es gibt zwei Varianten. Die erste Variante besteht aus verschiedenen Spargelsorten bzw. Herkunftsländern. So gibt es neben dem deutschen Spargel in Europa unter anderem auch griechischen, rumänischen und zum Beispiel italienischen Spargel. Warum sollte man bei den verschiedenen Spargelsorten nicht von die Spargel reden? Immerhin ist trotz der Rechtschreibreform Pluralbildung noch legal. Die zweite Variante von die Spargel bestünde aus falschem Deutsch. So reimt der Poet in mir, ob bei Onkeln oder Tanten. Bei Spargel gibt es Varianten. Und die ihn aus dem Boden holen, sind starke Typen, meist aus Polen.